Boah, willkommen. Ich habe ja gesagt, bis Sonntag kommen alle Videos und dann werdet ihr sehen, welche nicht mehr kommen werden. Damit meine ich eigentlich, zum Beispiel, ich nehme jetzt BTT5 nicht auf und dann wird das dann auch nicht mehr kommen. Ja, aber wenn das dann im Nachhinein kommt, so am Montag, dann kommt das davon, dass ich das eben erst spät aufgenommen habe oder erst über die Nacht aufgenommen habe, das heißt so um 23 Uhr aufgenommen habe und das dann hochgeladen habe und das erst um 3 Uhr online kommt, weil mein WLAN krass ist. Ich habe nie so ein gutes WLAN gesehen. Jeder hat ein besseres WLAN. Nur mit einer Bambusleitung. Ja, mir gefühlt irgendwie. Eine 100k, 100 Leitung, eine 100er Leitung. Mein Vater hat irgendwie gefühlte 200er K Leitung, weil das WLAN bei dem funktioniert direkt alles. Außer wenn das WLAN kurz eine Störung hat oder ein Stromausfall ist. Da funktioniert es dann nirgendwo. Aber es verbindet sich in 30, 3 Minuten oder 4 Minuten ist das bei meinem Vater wieder hier. Hier hat das mal schon sogar schon 2 Wochen nicht funktioniert. Das heißt, wir haben das einmal ausgemacht, weil ich habe meine Mutter gefragt, soll ich das ausmachen? Meine Mutter hat gesagt, ja, kannst du machen. Habe ich es ausgemacht, dann. Ja, ich meine Mutter gefragt, wir haben immer noch kein WLAN, aber das Teil war schon wieder eingeloggt. Das heißt, es war wieder angezeigt, dass es wieder WLAN da ist, hat aber trotzdem nicht funktioniert, weil irgendwie eine Blockade gab. Das heißt, alle Wohnungen sind zusammen verbunden. Das heißt, die Leitung geht so, meine Nachbarin kriegt das zuerst, dann geht die Leitung zu uns, dann kriegt die mein Nachbar. Und das so, unsere Nachbarin hier hat das dann irgendwie blockiert, weil sie ihren Router umgestellt hat oder was weiß ich, oder irgendwie. Weil sie einen Router umgestellt hat. Das meine ich jetzt damit. Und ja, da kann man dann eben nichts mehr dran ändern. Dann hatten wir 2 Wochen lang kein WLAN und sie sagt, die ist nicht mal schuld gewesen. Da dachte ich mir auch erstmal nur so, ja, Frau, Sie sind die erste Person, die hier aus dieser Reihe das WLAN kriegt. Denn da müssten Sie auch eigentlich schuld dran sein, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen, wie sie nicht dran schuld ist. Ja gut, im Nachhinein hatten wir nach 2 Wochen wieder WLAN. War chillig. Ja, und dann hatten wir 2 Wochen lang ja kein WLAN. War geil. Wie ich die Videos darauf gedacht habe. Wir hatten hier in der Nähe einen Wi-Fi-Spot und der hat funktioniert. Mein WLAN hatte dann 2 Balken, unten hatte dann bestimmt auch 3 Balken, in meiner Mutters Zimmer hatte 4. Und da hat's irgendwie, damit habe ich irgendwie die Videos hochgeladen gekriegt. Habe die alle an einem Tag natürlich aufgenommen, das war ja mitten in der Woche. Die 2 Wochen, das war nicht in Ferien, das war in der Woche zum Glück. Sei es, wo ich auch im Internat und bei meinem Vater war und so ein Scheiß. Ja. Dann, ja, habe ich es mit dem Wi-Fi-Spot irgendwie hingekriegt. Deswegen könnte es auch vielleicht sein, vielleicht ist es ja auch passiert, dass es manche Videos erst Dienstag gab. Weil das Internet eben vom Wi-Fi-Spot nicht das Beste ist. Es ist eben ein öffentliches WLAN. Das heißt, jeder, der unter Unity Media, unter der Kackfirma, bei meinem Vater funktioniert alles perfekt, unter der Firma bei ist und den Passwort hat oder weitergegeben hat, zum Beispiel, ich habe es meinem Freund auch weitergegeben, die besitzen Telekom, ja, die können es dann benutzen. Solange das WLAN noch bei denen mit Passwort registriert ist, dann können sie es benutzen. Das heißt, jeder hier in der Nähe könnte das WLAN benutzen. Das heißt, da können so jetzt so 40 Leute drin sein. Ja, könnten 40 Leute drin sein und dann wird es natürlich schwächer, weil es wird ja immer halbiert. Zum Beispiel sind 2 Geräte dann halbiert. Jeder kriegt gleich viele Menge. Es wird so lange halbiert, bis alle Geräte was abkriegen. Ja, du willst gar nicht wissen, wie das in einem Internat ist. Ja, 200 Geräte sind drin, plus ja, 200 Schüler, 200 Apple-Geräte und ja, vielleicht noch ein paar Handys, so ungefähr 50 Stück für den Internat, die da bleiben. Ja, das ist dann erstmal kritisch. Das heißt, du bist ein ganz leicht am Arsch. Ich schicke jetzt mal ein bisschen was rüber, dass ich ein bisschen mehr Geld kriege als er. Habe ich jetzt gerade 80 dafür? Oh, man kriegt, wenn man rüber schickt, das Doppelte. Er könnte mir auch was rüber schicken, weil mein Geowert egal, solange es kein Luftschiff ist oder irgendwas, was mich sofort ausnockt. Problem ist, es gibt nichts, was mich jetzt noch ausnocken kann. So,
sofort, weil ich habe ja was gegen die Tamalo und Scheiß und so Müll. Ja, auf jeden Fall kommt heute noch das, kommt ja heute BTD Battles und BTD 5. Und ich überlege, weil ja Traffic Rider raus ist, King of Avalon kommt auch noch, Traffic Rider ist da raus. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Was ist das alles eigentlich dann? Nur Traffic Rider ist raus. Lass mich mal kurz überlegen. Cash Girl, Wally Heroes. BTD Battles, BTD 5, King of Avalon. Die Simpsons. Ja, ich könnte jetzt ein neues Projekt machen. Vielleicht mache ich es ja auch. Oder vielleicht kommt einfach jetzt mal so zwischendurch beim Video. Eigentlich wollte ich jetzt vorhin hier von meiner Xbox live zu streamen, aber das ist ja suboptimal, weil das eben nicht so gut funktioniert, weil eben da ja, Microsoft eben scheiße ist. Nein, Spaß. Ich bin Xbox bei der Xbox schon seit 2015. Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hatte die PS2. Dann hat ihn sein Vater auf einmal eine 360 gekauft und dann wollte ich sie auch unbedingt. Ja, ist es jetzt mein Internet oder ist es vom Gegner? Ich habe keine Ahnung, aber mein Internet, da kann stehen 20 Balken. Trotzdem kann das übel scheiße sein. Kann ich eben nicht groß unterscheiden. Aber ich habe 2 Balken laut BTD Battles von 3. Das ist durchschnittlich, wirklich. Und es war mein Gegner. Ja, hoffentlich hat euch heute die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Heute kommt noch King of Avalon BTD Battles. Vielleicht kommt noch ein neues Projekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.